Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Lost Sphere. Wir sind gerade fertig geworden im Dorf Villia, mal wieder vergessen. Da war ja diese merkwürdige Tänzerin und die suchen wir jetzt, beziehungsweise unsere Leute sind schon auf dem Weg, sie zu suchen. Und ja, nur wir sind zurückgeblieben, weil Vaughn verletzt war und die sind schon relativ lange weg und jetzt suchen wir die und wir sind halt nur zu zweit unterwegs. Also mal gucken, wie das wird im Marschende. Die Quelle des Signals muss hier irgendwo sein. Was hat sie dazu gebracht, hier reinzugehen? Um das herauszufinden, müssen wir wohl selbst hinein. Bleib wachsam, sonst überrumpelt diese Tänzerin uns noch einmal. Dich, Vaughn. Sie hat nur dich überrumpelt. Na und? Das war reines Glück und passiert nie wieder. Sachte, Vaughn. Ach, sachte. Nicht, also sagte einfach so sachte, sondern sachte, Vaughn. War nur Spaß. Kannst du die Sache wirklich durchziehen? Keine Sorge, hab schon Schlimmeres weggesteckt. Übrigens, machst du mir nichts vor. Ich weiß genau, warum wir hier sind. Was meinst du? Ach, wir kennen doch beide dieses Mädel. Etwa so groß. Heißt Lumina. Du machst keinem was vor. Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Bei jedem Kampf guckst du nach, ob es dir auch gut geht. Schau, es geht mich zwar nichts an, aber ich sehe doch, wie viel dir an ihr liegt. So durchschaubar bin ich also. Die Sache ist die, sie ist in letzter Zeit nicht sie selbst. Sie wirkt so besorgt. Hä? Streite es gefälligst ab, damit ich dich weiter aufziehen kann. Langweiler. Augenblick, ihr seid längst zusammen. Stimmt's oder habe ich recht? Sind wir nicht, Vaughn? Wie denn auch? Wir kennen uns doch von klein auf. Wir waren immer schon Freunde. Vielleicht, weil sie anders war als die anderen Elgartha. Sie stammt nicht aus Elgars. Angeblich tauchte sie eines regnerischen Tages in der Stadt auf, stand ganz allein im Regen und starrte in den Himmel. Dauerte ewig, bis sie zu sprechen anfing und Gefühle zeigte. Vielleicht vertraute sie dem Menschen nicht. Jedenfalls starrte sie alle nur an und beobachtete. Alle machten sich Sorgen. Die Ältesten ließ nichts unversucht, sie zum Reden zu bringen. Kaum zu glauben, dass von Lumina die Rede ist, was? Ja, schon. Es passierte, als sie mir begegnete. Sie sprach das erste Mal, als sie mir begegnete. Ich war noch zu klein, um mich daran zu erinnern, aber die Älteste hat uns da oft davon erzählt. Seit ich es weiß, fühle ich mich irgendwie verantwortlich für Lumina. Das erklärt das besondere Band zwischen euch beiden, wenn du verstehst. Ich sagte doch, es ist nichts dergleichen. Ja, ja, ja. Ich erwarte, aber hier, es gibt ein paar Spiele, wo ich so hoffe, so, hey, muss doch mal eine Love Story oder so ein Scheiß kommen, weil, ich weiß nicht, ich bin halt ein Kerl, aber ich finde sowas irgendwie ganz, ganz nett, muss ich sagen. Wenn dann da irgendwas ist in so einem Spiel. Wenn du sowieso stundenlang mit den Charakteren unterwegs bist, ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm halt. Aber hier stelle ich mir nicht vor, dass hier irgendwas passieren wird. Die Brücke ist hinüber, wir kommen nicht weiter. Wir müssen wohl einen anderen Weg finden. Zurück, Kanata. Was hast du vor? Weißt du, hättest du mich gewarnt, wäre ich nicht nass geworden. Ich habe dich nicht gewarnt. Es hat funktioniert, oder? Sei nicht so kleinlich. Ich finde es auch gerade schön, dass Vaughn und Kanata so ein bisschen alleine sind und dadurch sich ein bisschen näher kommen. So, und vielleicht erzählen sie sich noch irgendwas, was wir nicht wissen. Mal gucken. So. Ich werde es machen.
Oh je, oh je, was halten die? Oh je, oh je, was halten die denn aus? Dann machen wir das lieber so. Ausweichen plus, ey. Aber die machen wohl nicht viel Schaden, oder? Aber heilen sich, ey, Ficker. Sorry, hab ich natürlich nicht gesagt. Was mir natürlich wieder nicht gefällt, wir besiegen hier Monster und die anderen kriegen keine XP. Also ich hoffe, dass sie nicht viel XP geben, sondern mehr Gold. Dann bin ich zufrieden. Dann habe ich nichts gesagt. Leider nicht, leider geben die echt Sekt- und Moos-Erinnerungen haben wir bekommen. Alles gut, okay. Hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt rüber, aber da wir die Erinnerung ja haben, ist ja gar kein Problem. Kurioses Erz, okay. Sehr, sehr schön. Hier kommen wir nicht, da kommen wir nachher runtergesprungen. Zyklon kann ich machen. Ich denke, machen wir einen ganz normalen Angriff. Ich glaube, das ist am sinnigsten. So. Sehr schön. Haben wir nur noch diese komische Muschel da? Schädelwicht. Also das funktioniert zu zweit gerade ganz gut. Quellwasser. Das Geld ist aber eigentlich ziemlich okay, muss man sagen. 800 für so einen Minikampf ist eigentlich echt ganz okay. Kann man nicht meckern. Viel Erzerinnerung, viel Mooserinnerung. Erzerinnerung haben wir 99 Stück, kein Problem. Da frage ich mich aber, wie sind die anderen denn da durchgekommen, wenn die jetzt... In dieser Richtung können wir nicht gehen. Versuchen wir es noch einmal. Dann mach endlich Platz. Aber gern. Könnte ein Zyklon ganz gut sitzen, ne? Zyklon? Der sitzt echt gut. Und ich habe ja sogar noch einen Zetsuna-Angriff. Alle down, nice. Wie gesagt, 1000 Gold für einen so einen Hit. Ist doch geil. Ich frage mich mal, wofür wir manchmal die Sachen hier kaputt machen. Aber gut. So, jetzt haben wir wieder... Das ist doch bestimmt richtig, oder? Oder ist das richtig? Das ist richtig, okay. Aber da wollen wir noch nicht rein. Ich sehe vor uns einen Weg. Könnten wir den verlorenen Eingang wiederherstellen? Machst du Witze? Dieser winzige Durchgang ist ideal für einen Hinterhalt. Viel zu riskant. Suchen wir uns einen anderen Weg. Es muss einen geben. Vielleicht hast du recht. Andererseits... Hey, du willst doch nicht ernsthaft... Kanata! Ach du Scheiße. Das ist ein... Gasentennest. So. Das sehe ich auch. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen da durch. Das sagst du so einfach. Ich habe doch gesagt, wir sollten einen anderen Weg suchen. Und noch mehr Zeit vertrödeln? Außerdem... Bist du ja hier, Vaughn? Ich bin
dein Ass im Ärmel, das unser Überleben sichert? Ich finde den Plan gar nicht so schlecht. Das ist kein Plan, das ist das Gebrabbel eines Irren, der gleich von Killerenten zerfleischt wird. Also, machen wir mit Vulcus Suit, okay. Also ich muss sagen, ich finde die viel nicht einsetzbar, weil ich schlafe. Ich muss sagen, ich finde den Dungeon hier eigentlich ziemlich witzig. Also so wie die sich hier benehmen und so, ist eigentlich echt lustig. Jetzt schlafen wir beide. Fuck, Mann. Zum Glück machen wir so gut wie keinen Schaden. Kanata ist wieder wach. Ich hoffe einfach, dass er nicht wieder... Das ist nicht wahr, okay. Das könnte ziemlich lustig werden. Und Licht. Skills. Darf ich jetzt auch mal? Skills. Zielstrahl. Bam. Ja, schon wieder Schlafgast. Du willst mich doch verarschen, ey. Skills, Flinkheit. Zack. Setsuna plus Mecha-Kill. Oh, da hat sogar einer überlebt. Wir setzen den aber mal einen Parasiten ein, dann haben wir das auch schon mal. Ein Siedler, ne? War das mit dem Parasiten, ne? Ja, komm. 538 plus Parasit, krass. Okay. Ah, einen anderen Weg zu suchen, hätte Zeit gespart. Wegen dir wären wir fast als Entenfutter geendet. Hörst du mir überhaupt zu? Schau mal, da drüben, ich sehe einen Eingang. Eines Tages wird das Glück dich im Stich lassen. Und dann hoffe ich, dass du da bist, um mich zu retten, Vaughn. Ach ja, wer's glaubt? Warum stürzt du dich Hals über Kopf in jede Gefahr? Willst du so jung zum Märtyrer werden? Immer wenn's um deine Freunde geht, verlierst du gleich den Kopf. Ich schätze, darin sind wir uns ähnlich, was, Vaughn? Los, suchen wir weiter nach den anderen. Die Frage ist immer noch, wer ist er überhaupt? Wir wissen es immer noch nicht. Oh, okay. Da ist ein Speicherpunkt drin. Phoenix, da geht's runter. Okay. Gesperrt. Ich will aber nicht, dass das gesperrt ist. Dämmerrosmarin. Was hatte ich letzte Folge gelesen? Dämonenrosmarin, ne? Ist ja fast das gleiche. Also wir haben auch immer noch die eine geschlossene Truhe in dem Hauptquartier, ne? Wo eine Truhe aufging und die andere nicht. Müssen wir auf jeden Fall auch mal nachschauen. Pengis Stein. Mhm. Wir angeln natürlich wieder ein, zweimal, um einfach mal zu sehen, was hier so rauskommt. Kupferkarpfen. Also wenn man wüsste, Kupferkarpfen wäre so viel wert wie Kupfererz oder so, wie Bronzeerz, dann würde sich das vielleicht lohnen. Lackkarpfen, okay.
trank dreimal. Man muss doch sagen, man wird ja auch nicht so zugeballert mit denen, ne? Wenn ich jetzt mal gucke, wie viele haben wir insgesamt genommen? Lass mal so 10, 15 Stück allgemein und wir haben 38. Das heißt, du kriegst hier nicht jede 5 Schritte einen Trank in den Rachen geschmissen, ne? Was ich eigentlich ganz gut finde. Jetzt gehen wir hier einmal runter und gucken mal, was hier so abgeht. Achso, ich wollte schon sagen, hey, was können wir hier denn jetzt machen? Hab das links überhaupt irgendwie gar nicht wahrgenommen. Mal sehen. Bitte sehr. Können wir denn hier tun? Ah, oh, hier gibt's noch. Oh, hier gibt's Enten. Killer-Enten. So, 4 Skills. Oh nein. Oh, fuck, Mann. Skills. What the fuck? Das ist schon ziemlich ätzend. Und da wir nicht in Vulkus-Suit sind, kriegt Warren ganz schön auf die Fresse. Skills. Flinkheit. Ja, fast alle. Kriegen wir nicht eben. Da, jetzt haben wir alle. Okay. Schlafgas. Fuck, Mann. Warren kriegt ganz schön auf die Fresse. Nein, oh Gott, das wollte ich so gar nicht. Fuck, Mann. Scheiße Zyklon. Lass doch Ron in Ruhe. Also einer von den beiden picken, okay. So. Zack. Ja, lohnt schon. XP lohnt halt eigentlich überhaupt nicht, aber... Sehr schön, haben wir auch alles, dass wir die Schatzkiste öffnen können. Berserker, eine Waffe für Dianto. Was hat... können wir gar nicht sehen, ne? Ne, weil Dianto nicht dabei ist. Also mal gucken, was da lustig ist. Wie lustig die Waffe ist, wie stark. Mal gucken. Ja, ich muss auch sagen, ich bin auch schon die ganze Zeit immer... Ja, wurden wir jetzt geheilt? Komplett geheilt. Nice. Ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt, wenn denn das irgendwann mal zu Ende ist, was wir danach dann spielen. Ich habe noch nicht so wirklich... Ich habe ein paar Sachen hier, die ich gerne noch spielen möchte, aber so wirklich... Oh Gott. Warte, was ist das davon? Ist das... Lumina, Leute! Was zum... Bleibt, wo ihr seid. Wir haben euch ruckzuck befreit. Das glaube ich nicht. Ich spüre etwas. Diese Präsenz kenne ich. Genau. Ich hatte dasselbe Gefühl, als wir das Artefakt bei Vilja fanden. Dieselbe unheilvolle Aura. Zeit für ein paar Antworten. Sind das unsere Freunde da oben? Ist das dein Werk, Tänzerin? So ist es. Und ihr verderbt mir meinen großen Auftritt. Ihr ruiniert alles. Ohne euch bliebe das Dorf in der Zeitschleife gefangen.
und ich stünde für immer unangefochten im Rampenlicht. Schluss damit. Ihr stehlt mir meine... Was? Sorry, ich hab keine Ahnung. Was hast du vor? Wird Zeit, dass ihr mein wahres Ich kennenlernt. Bühne frei für das große Finale. Eine fucking Motte. Ich fand dich ja gleich flatterhaft. Aber das? Alter Falter. Was ist denn hier los? Aber warum? Was haben dir die Menschen je getan? Meine Eier. Sie zerbrachen all meine kostbaren Eier. Die Dorfbewohner müssen dafür büßen. Für meine Kleinen gibt es keinen Morgen. Und für diese Mörder auch nicht. Sie dürfen keine Zukunft haben. Keine Zukunft? Aber wie geht das? Ich lege alle 100 Jahre Eier. Darum stecke ich das Dorf für 100 Jahre in ein Gefängnis namens Heute und sauge den Dorfbewohnern ihre Energie aus, bis ich wieder Eier legen kann. Alles klar, eine Tragödie, die Rachsucht kapiert. Ich weiß auch nicht, wieso ich wegklicke, ohne dass ich das Wort vernünftig gelesen habe. Entschuldigung. Schade nur, dass das geplante Ende ins Wasser fällt. Du hättest mich beim ersten Mal töten müssen. Gib unseren Freunden und den Dorfbewohnern ihr Leben zurück. Du hast sie genug bestraft. Oh nein, mein Lieber. Das reicht nicht. Was soll ich mir zum Dessert gönnen? Der Hauptgang seid ihr. Die Dorfbewohner mögen falsch gehandelt haben. Aber das ist kein Grund, ihnen die Zukunft zu stehlen. Skills, was haben wir denn? Wir machen erstmal Zielstrahl. Wir müssen uns ja ein bisschen hier Morphos. Wir können aber auch nichts anderes auswählen, dass wir die irgendwie hier befreien können. Versuch das einfach mal, indem wir hier. So, wir versiegeln. Wir versiegeln auch sofort mal. Verfehlt, fuck man. Wir sollten vielleicht. Wir gehen jetzt mal in den Dings-Modus. Wir gehen in den Wolfsuit. Eure Skills, was nenne ich? Vigilance. Folgt dem verbindenden Nulltyp-Angriff mit einem weiteren Nulltyp-Angriff derselben CS. Fünf kritische Treffer mit einem Dunkelangriff. Folgt dem verbindenden Angriff, der mindestens 5-mal getroffen hat. Machen wir das. Koop Ewigkeit. Wird zu einem Universalen, sobald. Okay. Verfehlt? Ist das dein Scheiß Ernst? Hornillusion, was? Dann hau ich mich selber tot. Fuck. Okay, das ist heftig. Das ist heftig. Dann müssen wir wohl mal ich bin verwirrt, okay. Oh nein, was passiert jetzt mit Obaro? Oh Gott, der macht dann die Skills von Obaro. Fuck, Mann. Wann bin ich denn? Okay, jetzt bin ich wieder frei. Gegenstand, Phönix-Träne. Skills. Wir machen hier mal ein Wirkparasit für ein Bit. Skills Aura. Was zur Hölle? Ich möchte gerade noch nichts tun. Kannst du dich bitte erstmal zurückverwandeln?
Ich will mich jetzt nicht selber angreifen. Tausender Damage, sehr schön. Zerstörungswelle, für, ich glaube für 1000 Damage. Sehr schön. Oh Gott, jetzt haben wir Galdra. Die sehen schon, also die Sachen sehen schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Skills, Zyklon. Skills, Flinkheit. Machen, erhöhen wir, okay, machen wir das. Skills, was haben wir denn? Wir können nochmal uns ein Ding holen. Säure, naja, geht auch noch. Wir machen gleich Aura, dann ist wieder alles gut. Skills, wir können... Die verschwinden dann ja eigentlich nicht, ne? Mehr Bits für mehr Schaden. Komm, wir hauen den mal raus. 400. Hm. Skills, Aura. Okay. Verwirrung ist nicht gut. Fuck, man. Wir müssen vielleicht mal... Gift und Verbrennung, halt Schwächung, die Schaden... Nein. Ja, dann nehmen wir halt ein Wundermittel. Nützt dann ja nix. Ja, das war jetzt auch nicht so schlimm. Skills. Komm, machen wir das. Zündung. Ich sollte jetzt mal Windklinge vielleicht machen auf sie. Oder ne, warte mal. Ja, machen wir das. Komm, machen wir das. Wir haben, glaube ich, den Verwirr-Skill haben wir, glaube ich. Flinkheit. Weniger Feuerresi wäre vielleicht auch nicht das Schlauste jetzt, aber gut. Aber eine Sublimierung haben wir bekommen, das ist natürlich auch ziemlich geil. So, Windklinge. Skills, Zielstrahl. Hat das jetzt funktioniert? Anscheinend nicht, oder? Aura. Komm, wir machen jetzt nochmal Parasit drauf. Parasit, sehr schön. Ach, der Parasit hat jetzt verhindert, dass sie einen Skill machen kann, oder was? Ach du Scheiße. Die Frage ist, wie viele Bits können wir überhaupt haben? Nein. Fuck, Mann.
Kanata, hör auf mit der Kacke. So, nee, das finde ich nicht gut. Hör doch mal auf damit. Wundermittel. Verfehlt, Glück gehabt. Okay, aber die kann auf jeden Fall nochmal angreifen, bevor wir dran sind. Skills. Dunkelheit. Skills, Aura. Mit Dingens. Weniger Erdresi. Für wen? Total dumm. Was machen wir denn da? Ah doch, hat funktioniert. Ach so. Alles klar, aber es hat natürlich auch mehr geheilt. Skills, Flinkheit. Ich glaube, mehr als 4 Bits geht nicht, oder weil er quasi gestorben ist. Flatterschlüssel. 30.000 und 4.000 Geld. Sehr schön. Weniger Wasserresi, weniger Feuerresi. Das hat für Vaughn aber richtig gelohnt. Neues Artefaktwissen erhalten. Pantheon, Voraussicht, Kuriosität, Hingabe. Flatterschlüssel erhalten. Geht es allen gut? Kanata, Vaughn, dass ihr wirklich hier seid. Wir haben versagt. Sie hat uns übertölpelt. Zu spät erkannten wir, dass es mit ihrer Spur aus Schuppen... Zu spät erkannten wir, was es mit ihrer Spur aus Schuppen auf sich hatte. Wir hielten sie für eine Fährte zu ihr, aber es handelte sich nur um ein Schlafmittel. Ich schäme mich, dass es so weit kam. Es tut mir leid. Und ich nenne mich Kriegsmaid. Eine schöne Hilfe bin ich. Tut mir leid, Leute. Hört auf, euch deswegen zu gräben. Ihr Hass, ihr Zorn, ihr Kummer. All das war stark genug, ein ganzes Dorf in ihrem Bann zu ziehen. Trotzdem darf sie niemanden die Zukunft stehlen. Was ihr auch zugestoßen sein mag, ihr Tun ist durch nichts zu rechtfertigen. Wie kann man überhaupt das Morgen stehlen? Kanata, dieses Artefakt, das wir vor unserer Ankunft in Velia fanden. Du hast es auch gespürt, nicht wahr, Dianto? Was gespürt? Die Aura, die davon ausging. Das Monster verströmte dieselbe Energie. Ich bin raus. Der Geist formt die Erinnerung, aber nicht alle sind gleich. Es gibt auch Böse. Und ihr wilder Hass hat dieses Artefakt hervorgebracht. Vielleicht war es das Artefakt, das es ihr erlaubte, dem Dorf das Morgen zu stehlen. So war das also, wie? Dann ist klar, was zu tun ist. Wir müssen dieses Artefakt wiederherstellen. Das Monster ist weg, also können wir es einfach einsammeln. Lumina und die anderen schließen sich wieder der Gruppe an. Sehr schön. Wir gucken jetzt mal, ob wir die Kiste noch aufmachen können. Das wäre ja nochmal interessant. Entsperrt. Warum auch immer wir das jetzt Tanzkleidung erhalten. Was ich nachher offscreen nochmal machen werde, was für euch nicht so interessant ist, ich werde euch an der... Was ist denn... Achso, wir wollten ja nochmal gucken jetzt erstmal hier. Ne, was hatten wir für Dianto? Berserker. Da bin ich natürlich... Aber was ist die... Da, Tanzkleidung. Verwirresi 100, was natürlich ziemlich gut ist. Vielleicht sollten wir doch nicht immer jede Rüstung verkaufen, vielleicht ist das gar nicht so schlau. Aber die meisten konnten wir bis jetzt ja wieder kaufen, also haben wir ja gekauft und einfach wieder verkauft. Also von daher, vielleicht ist es manchmal dann gar nicht so doof, vielleicht Sachen zu behalten. Strudelzitrone, mhm. Knacksellerie.
So, wir dürfen hier jetzt was Prisma sehen. Mal gucken, was wir so Neues... Fange mehr Fische. Die Fischart hängt vom... Okay. Wenn das Ziel anfällig für deinen Angriffstyp ist, wird deine Angriffskraft erhöht. Das ist natürlich auch geil. Sicherheit, alle Angriffe treffen. Wow. Du führst zum Kampfbeginn einen Präventivschlag aus. Nice. Hingabe erhöht die Erholung durch das Setsuna-System und durch Supplementierungseffekte. Schaden und Erholung von Stärkung und Schwächung sind erhöht. Was auch ziemlich geil ist. Stellt unterwegs auf der Weltkarte oder im Feld LP wieder her. Okay, wir stellen hier ein Pantheon hin. Pantheon erstellt. Sehr schön. Das sieht natürlich auch sehr cool aus. Gut. Aber ich frage mich, wofür brauchen wir denn eine Brücke? Hä? Villia. Okay, wir gucken uns halt einfach nochmal um. Diese Brücke ist wieder ganz. Endlich haben wir zu tun. Okay, also... Großartig wird da nichts passieren. Dann machen wir... Oh, hier ist eine andere Tänzerin. Ich werde auf der Bühne stehen. Ja, ich bin nur ein Ersatz, aber trotzdem. Und jetzt ist die Brücke repariert. Mehr Leute sehen, wie mein Traum wahr wird. Gut, liebe Leute. Wir machen dann hier jetzt einen Cut. Ich werde dann, wie gesagt, nochmal in das Hauptquartier dort zurück und gucken, ob die Kiste jetzt auf ist, ob wir die aufmachen können. Und dann sehen wir uns genau hier beim nächsten Mal wieder und dann geht's dann Richtung Hauptstadt. Ich danke fürs Zusehen, haut rein und ciao, ciao.